So Leute, da sind wir wieder nach einer kleinen Aufnahmepause von Pokémon Silber und ja, wo sind wir denn hier? Wir sind mal wieder in Teak City vom Pokémon Center und ich habe irgendwie gerade wieder ein Déjà-vu deswegen, weil dort haben wir ja mittlerweile schon mindestens 3 Folgen begonnen und Fliggy hat sich den Orden von Jasmin geholt. Ja, das bedeutet, dass wir jetzt mal aufs Fahrrad gehen und Richtung Mahagonia City gehen. Den 7. Orden werde ich mir zwar nicht gleich holen können, aber auf besten Weg dorthin können wir uns auf jeden Fall mal begeben. So, Schneider haben wir ja auch dabei. Dann holen wir uns hier erstmal die paar Aprikopi. Oh, wir haben keinen Platz mehr im Beutel. Ja, das ist natürlich eine Information, die ich vorher hätte haben müssen. Muss ich nachher einfach mal kurz ins Itemlager gehen und meinen Beutel entleeren. So. Wen haben wir denn überhaupt vorne? Wie Senior. Der gehört dort auch hin, genau. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich verfangen habe. Dann mach mal. Der Angler Amadeus. Amadeus, Amadeus. Wo ist Falco? Ein Baldorfisch hat er. Ja, das kloppen wir doch mit der Stärke klein. Nur Level 18. Ich merke gerade auch, ich müsste mich ja nicht mal vor einem Giftdorn fürchten, weil es hier ja noch keine Fähigkeiten gibt. Auf jeden Fall habe ich Angler Amadeus besiegt. Und Amadeus geht nach Hause. So, was haben wir hier? Hey, das ist mein Geheimversteck. Verschwinde, du Außenseiter. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Wir haben auf jeden Fall einen Pokémoniac mit dem Namen Goro. Und er schickt einen Midorina in den Kampf. Das macht ebenfalls unser kleiner V-Senior. Denn der wirft so gerne mit Steinen auf unsere Gegner. Sollte genauso schnell kaputt sein, denn Nidorino hält noch weniger aus als Nidorina. Nidorino macht dafür ein bisschen mehr Schaden. So, haben wir auch Goro besiegt. Ich hätte meinen Mondstein benutzen sollen. Ja, das hättest du, dann hätten sie vielleicht einen Schlag von meinem V-Senior überlebt. Ach, das ist das schön, im Freien zu sein. Ich fühle mich so frei. Was haben wir denn mit hier? Ein Wanderer. Der Wanderer Wolfgang. Und er schickt ein Dicta in den Kampf. Ja, das surfen wir doch erstmal weg. Wenn die Senior schon Surfer kann. Oh, du machst auch gleich noch Volltreffer. Sehr schön wie Senior. Kleinstein, ja, das können wir genauso wegsurfen. Also, die Senior freut sich doch über die gratis EP. So, was kommt jetzt noch? Ein Dictry. Ja, das kriegen wir doch auch noch klein. Weil Dictry ja auch so, ja, wunderbar wenig aushält. So einer tollen KP-Basis von 35, die immerhin im Vergleich zu der von Dicta noch recht hoch ist. Wobei 35 jetzt allgemein nicht wirklich hoch ist. Na egal. Dicta hat jedenfalls eine KP-Basis von 10, was eine der niedrigsten KP-Basen ist, die es gibt.
glaube, da kommt nur noch Ninja Tom drunter. So. Ja. So viele VMs drauf. Das jetzt erst einmal wieder vor, weil den müssen wir auch irgendwann noch zu einem Psyana machen. Auf jeden Fall sind wir hier schon mal in Mahagonia City. Ach, schade, dass das hier noch das Schild ist, das in Hard Gold und Soul Silver dasteht. Da stand dann nämlich sowas Tolles wie Andenkenladen. Wir sind ein ehrliches Unternehmen. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall heilen wir jetzt erstmal unsere Pokémon und danach werde ich mal kurz das Itemlager etwas entrümpeln. Weil, wenn wir keinen Platz mehr haben, ist es nicht gut. So, schauen wir mal, was können wir denn ablegen? Die sind alle ganz brauchbar. Die ganzen Aprikoken brauchen wir jetzt nicht. Verkaufen, Sonderbonbon, wer weiß wozu man es mal braucht. Minzbeere, warum nicht? Nugget können wir verkaufen. Beere ist immer brauchbar. So. Die Sache ist nur, dass es hier keinen Markt gibt. Aber mit dem Typ kann man. Naja. Hier kann man was verkaufen. Die Musik hier ist gar nicht seltsam, nee. So. Weil die Arena noch versperrt ist, müssen wir erstmal Richtung See des Zorns. Und da wartet auch gleich der nächste Trainer auf uns. Man kann so viel unternehmen mit seinem Pokémon, das macht unheimlich viel Spaß. Was du nicht sagst. Der Camper Moritz. Mit einem Sandan. Ja, da hauen wir doch gleich mal mit der Kopfnuss zu. Ein. Ja, noch eine Kopfnuss und dann war's das für Sandan. 337 Erfahrungspunkte, ist jetzt nicht sonderlich viel, aber egal. Wenn Sandama kommt, dafür werden wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, weil das Viech eine ganz schön harte Verteidigung hat. Aber mal schauen, vielleicht geht's ja auf Two-Hit. Ja, wenn das sich nicht einiges, ja, macht er nicht. Heißt, wir können mit der nächsten Kopfnuss schön ausnocken. Und dann gibt es wieder 592 Erfahrungspunkte. Das freut uns Nester. Und ein Zubat kommt noch jetzt. Das sind jetzt. Sollte jetzt kein Problem sein, nachdem wir jetzt zwei so übelst defensive Pokémon ausgeschaltet haben. Das sollte jetzt ein One-Hit werden. Genau. 219 Erfahrungspunkte. Und besiegt. Verlieren macht überhaupt keinen Spaß. Ja, oder gib mir dein Geld und hau ab. So, durch das Haus da möchte ich nicht durch, weil die knüpfen mir sonst nur 1000 Pokédollar ab. Kämpfe ich lieber gegen die Göre hier. Gehst du auch zum See des Zorns? Spielen wir ein bisschen. Ja, spielen wir. Picknicker Ilona. Ein Pipi hat sie. Ja, das kriegt auch eine Kopfnuss. Oh Gott, ein Komplimator. Ich hasse diese Attacke. Bitte triff einfach. Ich wusste es. Bitte triff. Ja, danke. 291. Ich habe zu lange gespielt. So. Hey, hast du seltene Pokémon?
Unter anderem ja. Je nachdem, was man als selten bezeichnen will. Er hat einen Schlurp. Ja, der kriegt aber auf jeden Fall auch mal erst eine Kopfnuss ab. Und noch eine Kopfnuss. Und erst der kriegt einen Haufen Erfahrungspunkte. Und da haben wir ihn auch schon besiegt. Meine armen Pokémon-Lieblinge. Ja, shut up and give me your money. Mein Top-Äther. So. Gehen wir mal hier weiter. Da haben wir auch noch zwei Trainer. Stell dir mal vor, so ein Silber hat sich über mein Pokémon lustig gemacht. Unverschämt, mein Pokémon ist toll. Ach, Silber war auch schon wieder hier. Pokémania Kiro und er hat ein Nidoking. Hui. Level 19. Dann hoffen wir mal, dass der nicht allzu viel kann. Auf jeden Fall erstmal eine Kopfnuss und zieht auf jeden Fall schon mal gut die Hälfte ab. Es gefällt mir sogar gar nicht, dass du Doppelkick kannst. Stirb einfach an dieser Kopfnuss zum Ausgleich dafür, dass du den Doppelkick kannst und dann ist alles wieder gut. 793 Erfahrungspunkte, ja. Auf jeden Fall Level 27. Mein Nidoking hat sich wacker geschlagen. Ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis es sich entwickelt. So. Auf jeden Fall darf jetzt wie Senior wieder raus. Den wollte ich jetzt eigentlich gar nicht anquatschen, aber gut, hier wollte ich es machen. Ich liebe Pokémon, deshalb habe ich angefangen, Pokémon zu sammeln und damit werde ich auch nicht mehr aufhören. Kikuchi. Und er schickt einen Lamus in den Kampf. Das mag ich jetzt gar nicht so, dass du einen Lamus da hast, weil Lamus hat eine ziemlich gute Verteidigung. Wir werden uns wie Senior ein bisschen brauchen, bis er da durchkommt. Aber es geht schon einigermaßen. Hier kommt noch der Finishing-Ruckzuck-Hieb, der sogar noch unnötigerweise einen Volltreffer macht. Auf jeden Fall gab es schöne Erfahrungspunkte. Wie konntest du mir das antun? Ja, weil ich's kann. So, was haben wir hier? Haus des Profi-Anglers. Da kriegen wir noch bestimmt eine Profi-Angel raus, oder? Der See des Zorns ist eigentlich ein Krater, der durch wütende Garuda erschaffen wurde. Der Krater wühlte sich mit Regenwasser und so entstand der See. Diese Geschichte erzählt schon der Urgroßvater meines Großvaters. Früher konnte man hier quick lebendige Karpfen auffangen, aber ich verstehe nicht, was hier geschieht. Hey, doch keine Profi-Angel hier. Dafür nur eine Geschichtsstunde. Täuschen mich meine Augen? Ich sah ein rotes Garados im See. Aber ich dachte, Garados sind blau. So. Gibt's hier noch irgendwas, gegen das ich kämpfen kann? Ich habe gehört, dieser See entstand durch wütende Garados. Ich frage mich, ob da eine Verbindung zu der momentanen Situation besteht. Mein Part eigentlich ungern jetzt schon beenden, aber mal schauen, vielleicht passiert ja noch was. Auf jeden Fall gibt es erstmal ein wildes Carpador, Level 13, weiblich. Kann ich hier schon irgendwo hin? Da unten ist auf jeden Fall ein rotes Garados.
ein Level 15 Kapert. Oh, das ist gefährlich, das kann Tackle. Müssen wir sofort wegrennen. Also hier haben wir auf jeden Fall nichts, aber ich meine, dass man da unten doch noch irgendwo abbiegen konnte und dann noch was machen konnte, weil ich will jetzt ungern meinen Part schon beenden. Weil ich hier auf jeden Fall vor dem Garados rauslassen will. Hier haben wir noch jemanden zum Kämpfen. Ich bin gerade ziemlich am Boden. Vielleicht liegt das an dem Item, das ich benutze. Kämpfen wir. Das hebt vielleicht meine Laune. Oh, der Angler Anselm. Und er hat Carpador. Level 10. Das sind mir meine Stärke nicht wert. Die werden zerschnitten und danach filetiert und dann werden sie gegessen. Ein Garados hat aber auch. Level 10. Okay, kriegst trotzdem eine Stärke. Und wieder ordentliche Erfahrungspunkte gibt es für das Garados. Obwohl es nur Level 10 war. Carpador ist aber keine Bedrohung. Gibt aber auch dafür keine Erfahrungspunkte. Oh, er hat noch einen Garados. Das finde ich jetzt toll. Gibt's nochmal auf jeden Fall einen Level-Up für wie Senior. Oh, diesmal sogar Level 15. Schauen, ob ich den auch mit der Stärke one-hitten kann. Ich bin ja schließlich 11 Level drüber. Oh, knapp nicht gereicht. Ja, kann man auf jeden Fall schön mit Ruckzucki finishen. Und da gibt's das Level Up für wie Senior. Ich habe verloren, aber ich fühle mich trotzdem besser. Ist doch schön für dich. Ein bisschen durchtauschen da. Ich glaube, ich spinne dir mal einen kleinen Trank für Esther. Vielleicht auch einen zweiten. Dann ist er wieder einigermaßen fit. So. Natürlich kommt auf dem letzten Graspatch noch ein Pokémon. Ein Tauboga. Habe ich jetzt aber keine Lust dagegen zu kämpfen. Hier noch was Interessantes. Das sieht mir ziemlich verdächtig nach einem Item aus. Ja genau, hier ist eine Top-Genesung. So, hier können wir uns noch durchcutten. Mal den linken Weg zuerst. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Ja, so auf jeden Fall ein Sonderbonbon. Das freut mich. Schauen wir erstmal, was wir hier noch finden. Ein gegabelter Weg. Hier ist ein Item. TM43. Was ist denn TM43 in Generation 2? Moment, gibt es für TM und V nicht eine eigene Tasche? Ja. Scanner. Okay. Beim Playthrough jetzt nicht unbedingt eine Attacke, die ich unbedingt im Moveset haben muss.
Was haben wir denn hier? Du bist viel herumgekommen. Ich habe hier meditiert. In mir ist deine neue Kraft zum Leben erwacht. Lass mich meine Kraft mit deinen Pokémon teilen. Nimm dies, Kind. TM10, Kraftreserve. Siehst du es? Das ist Kraftreserve. Sie bringt die wahre Kraft der Pokémon zum Vorschein. Vergiss nicht, Typ und Stärke der Attacke hängen vom jeweiligen Pokémon ab. Oh ja, das tut sie. Die Stärke variiert zwischen 30 und 70. Und der Typ ist irgendein zufälliger Typ, der außer normal. Und welcher Typ es ist, hängt von den DV ab. Beziehungsweise hängt es einfach davon ab, welche DV-Werte geradzahlig und welche ungeradzahlig sind. So, hier haben wir einen Top-Äther. So, und dann haben wir die Gegend hier doch schon ziemlich komplett abgesucht. Machen wir das hier noch was? Ah, hier ist das ein Kopfnussbaum. Nee, will ich jetzt nicht. Nee, hier ist nichts. So. Wie oft man hier zur Schneider einsetzen muss, das passt ja auf keine Kuhhaut. Hätte das nicht eigentlich einmal gereicht, um zu sehen, ja, ich habe die VM dabei und dann hier durchgehen und so? Oh nein. Wir müssen ja an jeder zweiten Ecke einen Zerschneiderbaum hinstellen. Damit man ja alle Spieler zu Tode nervt. So, kürze ich mal kurz das Gras da unten ein bisschen ab. Was haben wir eigentlich an Bällen dabei? Nicht wirklich so viel, aber es könnte reichen. Die wird sich schon zurechtfinden. So, hier an dieser Stelle möchte ich den guten Fliegi rauslassen. Und ja, ihr werdet dann schon sehen, was er dann nächste Folge mit diesem wunderbar shiny Gyarados machen wird. Ich habe ja mehr als genug Anleitungen drauf gemacht. Auf jeden Fall war es das erstmal für meine Folge. Wir sehen uns in 2 Wochen, also wieder am Mittwoch. Bis dahin, ciao!